Willkommen zu Pimp My House. Du siehst hier im Keller, habe ich Fortschritte gemacht. Die Rigipsplatten sind hier unter der Decke. Die Löcher sind hier auch gebohrt. Die Kabel habe ich hier durchgezogen. Und ich habe die Decke hier selber verspachtelt. Das habe ich jetzt mal ausprobiert mit so einem Zeug von Knauf ist das, Uniflott. Ich einfach aus dem Baumarkt geholt, da das Zeug. Ist imprägniert, deswegen ist das grün. Aber ich habe festgestellt, wenn man so ein bisschen dickere, also das ist so, wenn man was fein und glatt verspachteln will und keine großen Vertiefungen hat, ist das Zeug super. Auch gerade dadurch, dass man das nicht immer neu anrühren muss. Da hat man den Eimer stehen, den macht man auf und nimmt das Zeug raus. Und wenn man fertig ist, macht man den Eimer wieder zu. Da trocknet nichts ein. Also von daher ist das Zeug echt super. Aber hat den Nachteil, wenn man hier größere Rillen verspachtelt, läuft das Zeug so wieder raus, auch hier am Rand. Also das, gerade weil das sehr lange natürlich feucht bleibt, soll es ja auch, damit es eben nicht eintrocknet. Aber das ist hier natürlich ein Nachteil. Auch diese großen Spalten hier, das kann man damit überhaupt total vergessen, das kann man damit nicht. Da habe ich mir jetzt noch etwas anderes besorgt, diesen normalen hier feinen Spachtel hier für Gipskartonplatten von Quadra ist das Zeug. Da gibt es ja auch was von verschiedenen Marken, auch von Knauf gibt es das, das kann man auch nehmen. Wie gesagt, aber das muss man dann anrühren. Also dementsprechend, dieses Fertigzeug ist immer schlecht, wenn man so große Rillen hat. Ja, gut, dann, ja, der Boden ist hier noch abgedeckt. Die Wand hier ist soweit gerade. Hier habe ich mal ein bisschen was ausprobiert mit Kalkglätte, das Ganze glatt zu spachteln. Geht aber nicht, weil die Unebenheiten sind zu groß. Und die Kalkglätte, die kann ich maximal 1 bis 2 mm auftragen. Also das ist wirklich nur noch, um oben abzuziehen und nicht um groß was auszugleichen. Und Kalkglätte muss es deswegen sein. Und zwar habe ich hier die Wand mit Kalkzementputz. Ne? Also im Keller und in Feuchträumen muss alles immer auf Kalkbasis sein. Ne? Also kannst du merken, Kalkzementputz, das ist Kalkglätte. Und jetzt habe ich noch ein Klebe- und Armierungsmörtel. Damit werde ich nämlich die Unebenheiten ausgleichen. Und dann kommt auf diesen Klebe- und Armierungsmörtel, da kommt dann wieder dieses Zeug dann ganz oben drauf. Das ist jetzt nur ein Test gewesen. Deswegen wundere dich nicht. Man muss manchmal, wenn man das alles selber macht, ein bisschen was ausprobieren. Ja, hier habe ich jetzt auch mit dem Klebe- und Armierungsmörtel, habe ich hier so ganz grobe Unebenheiten ausgeglichen. Ich bin erst mit der Wasserwaage beigegangen. Auch da, so eine Stelle, habe die Wasserwaage dran gehalten und wo wirklich richtige Vertiefungen waren. Auch hier zum Beispiel, da habe ich dann mit Klebe- und Armierungsmörtel das ganz grob da reingeschmiert. Und jetzt habe ich was ausprobiert. Ich kriege das natürlich nicht hin, wie so ein Fachmann einfach hier das glatt zu spachteln, so frei Hand. Dementsprechend gibt es da aber einen Trick, habe ich auch in dem YouTube-Video gesehen. Und man nimmt einfach einen Zahnspachtel. Ich habe diesen hier genommen. Ich glaube, der hat eine 6er Zahnung, relativ fein. Und ich weiß gar nicht, ob ich den hatte. Ich meine, ich einen 6er hatte, das sieht mir nach einem 4er aus. Mein 6er Zahnspachtel ist aber auch egal, das kommt immer auf die Wand drauf an. Und dann habe ich mit so einer Zahnkelle, habe ich dann den Klebe- und Armierungsmörtel hier aufgetragen. Ganz grob, ne, weil damit kann man das relativ gleichmäßig machen durch die Zahnung. Ne. Das kriegt man sonst so nicht hin. Danach habe ich mir so einen Flächenrakel genommen, also sowas hier, aber auch mit einer Zahnung. 50, 60 cm breit habe ich jetzt oben in der Garage liegen, kann ich dir gleich zeigen. Und dann konnte ich damit super einmal hier von unten nach oben und von oben nach unten, ne, da konnte ich dann wunderbar das mit abziehen. Dann hatte ich da so eine Zahnung drin, das sieht man hier noch, da ist es nicht dick genug gewesen. Und dann habe ich im Anschluss mit sowas hier, mit so einem Flächenrakel heißt das, damit habe ich dann nochmal von unten nach oben glatt gezogen und das ging wirklich super. Habe ich gar nicht so erwartet und genau so werde ich jetzt die ganzen Wände hier ja, erstmal glätten, vorher mit diesem Klebe- und Armierungsmörtel und das will ich dann auf die gleiche Art und Weise mit dem Kalk, wie nennt sich das, mit der Kalkglätte abspachteln. Dann nehme ich aber eine ganz feine Zahnung, wahrscheinlich diesen hier, das ist der 4er dann, und werde das dann auch nochmal so glätten und das wird dann nochmal geschliffen und dann ist auch endlich fertig. Genau, also das ist jetzt noch hier der Schritt. Hier habe ich noch sowas reingezimmert, hier kommt einfach eine Tür rein, wo die ganzen Versorgungssachen sind. Ja, da wird eine Tür einfach eingebaut. Normale Zimmertür. Hier werde ich auch noch so ganz grob die Rückseite, das soll, ich will das ja alles schick haben, bis in die letzte Nische. Also auch hier so ein bisschen und dann werde ich das hier alles ein bisschen putzen, polieren und damit das alles schick aussieht. Ne, einfach so, weil man weiß, ne, ich finde das immer ganz nett, auch wenn man bis in die letzten Ecke alles, wenn man da mal bei muss, dann sieht das nicht alles immer so siffig aus. Genau, das heißt, hier kommt eh eine Tür rein, aber gut, dann kann man vielleicht hier nochmal irgendwie was lagern oder da was hinstellen. Ne, da hat man dann nochmal ein bisschen Stauraum, gerade hier im Keller. Ne? Gut,
Ja, das war's und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Video.